Hallo, einen schönen guten Abend, liebe Gäste im Filmmuseum Frankfurt. Ich freue mich sehr, dass Sie zu einer weiteren Vorführung von meiner Carte Blanche gekommen sind. Ein paar Worte zu dem Film des heutigen Abends von Konrad Wolf und Wolfgang Kohlhase, Solo Sunny, eine der sicherlich wichtigsten Produktionen des ehemaligen DEFA-Studios, des Filmstudios der DDR, das sämtliche Kinofilme im Osten, kann man sagen, hergestellt hat. Solo Sunny habe ich gesehen, das muss so 1980 gewesen sein, da ist der Film in die Kinos der DDR gekommen. Ich war damals im zarten Alter von 17 und der Film entwickelte sich sehr rasch in der DDR zu einem riesengroßen Erfolg. Ja, das hat sicherlich natürlich mit der Musik auch zu tun, die sehr spannend ist in der Geschichte, finde ich, von Günter Fischer geschrieben, gesungen übrigens von Regine Dobberschütz, nicht von der Darstellerin der Sunny, von Renate Krössner. Also auch dieser Titelsong entwickelte sich zu einem Hit. Und zum anderen hat das aber, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass diese Geschichte ja von einer versteckten Sehnsucht erzählt vieler Leute im ehemaligen Osten. Ne? Das steckt ja schon ein bisschen im Titel drin, ne? Solo Sunny, ein Solo für Sunny, diese Sängerin, ein Solo in einer Gesellschaft, die eigentlich auf Kollektivismus ausgerichtet ist, wo es Normative gibt fürs Zusammenleben. Und hier ist jemand da, der dafür kämpft, sich als Individuum zu behaupten. Ne? Das machte diese Geschichte so wahnsinnig aufregend und auch für mich als sehr jungen Menschen damals total interessant. Konrad Wolf ist ja jemand, der der mit der Sowjetarmee in die DDR einmarschiert ist. Er war Kommunist und hat sehr an die DDR geglaubt, stellt aber hier in diesem Film, das ist auch sein letzter Spielfilm leider geworden, er ist viel zu früh gestorben, ja, er stellt in diesem Film die Fragen einer jüngeren Generation eigentlich, nämlich wohin geht dieses Land, wie kann man sich als Individuum in so einer Gesellschaft behaupten, und da gibt es ganz, ganz rührende Szenen in diesem Film und auch natürlich wunderbare Dialoge von Wolfgang Kohlhase, einer der größten Drehbuchautoren, die wir haben, wie ich finde. Viele dieser Dialoge kann ich bis heute auswendig. Die sind auch zum Teil wirklich unglaublich lakonisch pointiert. Also wenn Sunny gleich am Anfang des Films diesen Typen, mit dem sie da eine Nacht verbracht hat, rausschmeißt und sagt, ist ohne Frühstück, und der fängt an zu maulen, und dann sagt sie, ist auch ohne Diskussion. Ja. Nur ein Beispiel, Sie werden gleich ganz viele darin entdecken, das macht wirklich große Freude, diese Texte zu hören. Aber eben darüber hinaus ist eben die politische Nachricht des Films sehr interessant. Das verpackt in eine realistisch erzählte, rotzig, freche, manchmal traurige Komödie. Ja, also das macht sicherlich den großen Spaß dieses Films aus, und er erzählt darüber hinaus eine ganze Menge, finde ich, über das Leben im ehemaligen Osten, und das ist ja eine schöne Möglichkeit, sag ich mal, dass man in solchen Filmen das Land noch einmal entdecken kann, und zwar jenseits von allen Klischees. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß mit Solo Sunny von Konrad Wolf und Wolfgang Kohlhase.